Die oberösterreichischen Nachrichten laden zur Wirtschaftsakademie in das Linzer Brucknerhaus. Zu Gast an diesem Abend Arzt, Manager, Moderator und Autor Roman Schilliger, der unter anderem Mitbegründer der Klinik-Clowns ist. Es muss auch adäquat sein, es muss dem Anlass entsprechend sein. Wenn ich mich hinstelle und sage, hallo, super Schuhe, super Pullover, dann ist das kein Kompliment, meine Herren. Eine Veranstaltung zum Networken, sich auszutauschen und herzhaft zu lachen. Denn guter Humor ist in unserer schnelllebigen Welt wichtiger als je zuvor. Davon ist Roman Schilliger überzeugt. Ich glaube, Humor ist Geschmacksträger des Erfolges. Es ist kein Allheilmittel und ich sage als Medizin, die Dosis macht das Gift oder den Erfolg. Also wenn ich Situationen habe, wo ich mir denke, vielleicht kann man mit Humor die Situation lösen oder einen Konflikt lösen, dann würde ich ihn einsetzen. Und wenn ich mir denke, das ist ein bisschen heikel, dann lasse ich es. Aber ich glaube, wir haben viel mehr Potenzial, als wir uns theoretisch den Humor erlauben. Ein gewisses Maß an Humor kommt auch im täglichen Geschäftsleben gut an. Wichtig ist es allerdings, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Ich empfehle immer, lachen, wenn Sie lachen, am Anfang lachen Sie so viel Sie können über sich selbst. Dann müssen die anderen nicht tun. Also ich kann mir die Erlaubnis dazu geben, über meinen Beruf, über meine Art, über mein zu spät kommen, einen Witz zu machen. Ja? Wenn Sie zu spät kommen, dann wird es ein bisschen schwierig oder dann wird es vielleicht nicht mehr humorvoll. Also über sich selbst zu lachen ist immer ganz gut, dann gibt den anderen die Möglichkeiten, auch ein bisschen die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und so kann die OÖN Wirtschaftsakademie als voller Erfolg gefeiert werden, bei dem man auch einiges aus dem Vortrag mitnimmt. Mal ein Lächeln auf den Lippen und ein Glanz in den Augen. Ja, man kann eigentlich in jeder Sequenz, die wir heute gehört haben, was fürs Leben mitnehmen. Ja, nicht nur nach Hause, sondern langfristig. Es ist Humor ein wichtiger Bestandteil des ganzen Lebens. Ja. Alleine diese Grafik, die er gemacht hat, für was wir Lebenszeit vergeuden und Lebenszeit bekommen, da weiß man, dass man nach Hause gehen muss und lächeln. Auch beim führenden Privatradiosender Oberösterreichs, Live-Radio, hat man gut lachen. Es ist lustig, weil es ist ein Unterhaltungsmedium und genau darum geht es. Und es geht nur, wenn man das Ganze mit Humor nimmt. Und so machen wir auch unser Programm mit Humor, der hoffentlich auch bei den Hörern ankommt. Doch wie wird eigentlich Humor in den oberösterreichischen Unternehmen gelebt? Gibt es so etwas wie Spaß in den Betrieben? Es wird generell gelächelt. Ich glaube, es ist auch wichtig, in den schlechteren Zeiten einmal zu lächeln. Es ist lustig, wir hatten ein Humortraining mit den Klinik-Clowns schon vor Jahren. Ja. Und wir haben daheim, also im Büro, diese roten Nasen auch. Ja. Also wir sind durchaus sehr humorvoll. Ja. Ist auch einer unserer Unternehmenswerte. Humor gehört einfach zum Arbeitsalltag dazu. Und wir haben ja eine Figur, die den Humor ganz besonders gut ausdrückt. Und das ist der Vitus Mostipf, unser Redaktionsmaskottchen, unser Original, der auch manche Sachen sagen darf, die ein Redakteur so nicht sagen würde. Und ich glaube, der ist auch ein großes Vorbild, weil das ist der, der wirklich den Humor gut ausdrückt und den lebt und da kann man sich was abschauen. Die Wirtschaftsakademie der Oberösterreichischen Nachrichten. Ein voller Erfolg auf ganzer Linie, bei dem auch der Humor und das Lachen nicht zu kurz kommt. Sind Sie der Peter Warony, der in die Stubenpastei in die Schule gegangen ist? Sagt er ja. Sag ich, hey, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Schaut er mich an und sagt, was haben Sie unterrichtet? Sowas tut weh, glauben Sie mir das.